Ein wunderschönes Hallo, einen wunderschönen Mittag heute hier. Ganz liebe Grüße nach Fürstenfeldbruck. Ich habe heute unsere treues Mitglied. Sie ist seit 8 Jahren bei uns in der Community, Irmgard Brandt, im Interview. Hallo, liebe Irmgard. Hallo Petra und hallo an alle, die zuhören. Ja, wir sprechen heute mal darum, warum ist die Irmgard bei uns? Was hat es ihr schon für tolle Kooperationen gebracht und warum möchte sie dir es empfehlen? Fangen wir jetzt mal an. Irmgard, wie bist du überhaupt damals zu uns gekommen? Ich bin eingeladen worden von der Christine Haider ursprünglich und dann später auch nochmal von jemand anderen. Und dann habe ich mir einfach mal die Veranstaltung angesehen. Und nach zweimal Ansehen habe ich mich dann entschieden, teilzunehmen, Mitglied zu Genau, und du werden. warst damals ziemlich neu in deinem Business. Ist das richtig? Richtig, da, ich war noch nicht mal selbstständig, es war noch vorher, ich war teilselbstständig. Aha, genau. Also das heißt, wir haben dich ein Stück deines Weges begleiten dürfen, unsere Community, die Mitglieder, die tollen Empfehlungen deines Weges in die Vollzeitunternehmerin. Was war dein Hauptbeweggrund damals, warum du dich dafür entschieden hast? Es war eher so spontan. Ich habe mir gedacht, ich muss jetzt einfach ausprobieren. Wenn ich es nicht ausprobiere, dann weiß ich es nicht. Und erst dann kann ich sagen, hat es was gebracht, hat es nicht gebracht. Wenn man immer nur redet und nichts macht, dann weiß man auch nicht, ob es fruchten würde oder nicht. Genau, das ist richtig. Man kann es ja nicht ausprobieren. Man kann es sich nur aktiv einbringen. Und wenn man sich einbringt, dann wird man selbst sehen, passt es zu mir, passt es zu meinem Business und werde ich dadurch Früchte ernten können. Jetzt fangen wir gleich mal bei den Früchten an. Jetzt, wenn wir jetzt mal die letzten 10 Jahre zurück, verfolgen, weil du bist jetzt schon fast 10 Jahre, kennen wir uns, deshalb kommt es mir auch so lange, vor. Was würdest du sagen, was waren so deine tollsten Kooperationen, deine tollsten drei Früchte, wo du sagst, die durfte ich ernten? Also ich habe wirklich sehr viele ganz wertvolle Frauen kennengelernt und schöne Kooperationen geschlossen und auch viele tolle Aufträge bekommen. Und also zwei Highlights könnte ich erzählen. Das eine war eine Kooperation mit der Bettina Kohl, Feng Shui-Beraterin aus Hamburg. Sie hat mich empfohlen in eine Allgemeinpraxis in Stralsund. Für die durfte ich Wandbilder anfertigen. Das Ganze ging online. Wir kannten uns nicht persönlich, weder die Bettina noch die Ärztin. Ich habe die Bilder angefertigt, habe sie dann verschickt, die wurden aufgehängt und dann wurde ich da eingeladen zu der Eröffnung und bin ich hingefahren. Dann haben wir uns auch kennengelernt. Das war ein super tolles Projekt. Die hängen heute noch und sind sehr zufrieden. Und das andere Projekt, das war eine Kooperation mit der Christine Haider. Sie hatte noch ein Blumengeschäft. Wir kannten uns ja schon vorher über die Karten, die ich ihr verkauft habe. Und da hatten wir eine Reportage machen dürfen über die Blume Calla in Streußen. Das ist mal eher ungewöhnlich. Und da konnte ich dann dieses Titelbild machen und eine sechsseitige Story ist von mir Wow, geschildert worden. War eine Wahnsinn. sehr schöne Und was ich Kooperation. aber sagen muss, und das möchte ich gerne hier einfließen lassen, dass sowas braucht eine Zeit. Das heißt, so Kooperationen kommen nicht, dass du dich heute bei uns als Mitglied einträgst und morgen kannst du schon ernten, sondern das ist ein Prozess von 10 Jahren, was die Irmgard uns jetzt hier erzählt. Und was ich auch sagen möchte, die Irmgard ist eine super, super tolle Empfehlungsgeberin. Und so wie ich auch immer in meinen Netzwerkvorträgen sage, nur wenn du Empfehlungen rausgibst, wirst du welche ernten. Irmgard, was würdest du Frauen empfehlen, die sagen, ja, ich beobachte das schon lange, ich weiß noch nicht, ob das für mich passt. Was ist deine Empfehlung? Was ist deine Botschaft zu Win Women in Network, warum die Frauen sagen, okay, ich entscheide mich jetzt, ich mache mit? Einfach mal ausprobieren, sonst weiß man es nicht. So wie ich es damals auch gemacht habe. Einfach nur tun. Und dann ist halt einfach wichtig, in Kontakt treten, in Kontakt bleiben, aufmerksam zuhören. Wo steht der andere? Was braucht er gerade? Wo kann man ihm helfen? Wo kennt man jemanden, den vermitteln könnte? Es wird nicht jede Empfehlung zum Auftrag. Also das ist auch ganz klar. Das muss man auch so sehen. Aber trotzdem, wenn der andere merkt, man tut was für ihn, dann tut er auch was. Das Ja, ist einfach sehr ganz viele positiv. Samen aussehen.
aktiv sein, sich zeigen, präsent sein. Die Irmgard nimmt auch immer an vielen, vielen Meetings teil, sowohl online als auch an unseren Präsenzveranstaltungen. Und dann wird es Früchte tragen. Ich sage immer, du kannst nicht so viel falsch machen, dass es keine Früchte tragen muss. Jetzt bist du ja auch eine erfahrene Netzwerkerin. Was ist denn dein Netzwerktipp Nummer eins, wenn du sagst, das hat mir in den letzten Jahren am meisten geholfen? Ja, ich würde sagen, Qualität statt Quantität. Also einfach halt lieber bei einem Netzwerktreffen mit einer Person oder mit zwei ein gutes Gespräch, als zu versuchen, dass man viele kennenlernt, weil das bringt dann wahrscheinlich gar nichts. Es wird dann vergessen wieder. Aber ein guter Kontakt ist schon viel wert, weil wenn man das oft macht, dann bleibt was übrig. Ja, super. Also Ladies, wir haben nächste Woche Geburtstagsaktion, nicht Win-Geburtstag, sondern Petra Polk-Geburtstag und ich möchte gerne nicht nur mit ein paar Freundinnen feiern, sondern mit euch allen. Tragt euch jetzt zu unserem Newsletter ein, weil dann bekommt ihr am 27.07. um 9.10 Uhr unser Newsletter, wo unsere besondere Aktion drinstehen wird, die für 57 Frauen möglich ist, also 57 Packages haben wir und es geht 57 Stunden und wir freuen uns schon, mit euch dann zu netzwerken und dich zu unterstützen, dich zu empfehlen und natürlich gemeinsamer Austausch und gegenseitige Unterstützung. Ich sage immer, mit uns kann man Feste feiern, also Erfolge, und bei uns darf man aber auch Herausforderungen teilen und dann bekommst du auch Unterstützung. Abschließend noch eine Frage, Irmgard. Du sagst ja, das geht ja weit über Business-Kontakte, Kooperation hinaus. Ja. Du selbst hast auch sehr viele Freundschaften geschlossen, Freundinnen gefunden? Ja, das kann man wirklich sagen. Da bin ich sehr dankbar, weil durch diesen regelmäßigen Kontakt lernt man sich halt besser kennen, kann man sich vertrauen, dann kann man auch mal kurz anrufen und sagen, wie löst du denn dieses Problem oder wie hast du das denn gemacht, was hast du für Erfahrungen gesammelt, und dadurch lernt man sich immer besser kennen, immer mehr vertrauen, und so trifft man sich dann auch mehr gern privat und da entstehen wirklich gute Freundschaften. Genau, und an Freundschaften entstehen, da muss ich gleich an unseren Segeltörn denken, liebe Irmgard. Und zwar folgendes, wir selbst, wir machen sehr viele Business-Meetings, wir machen Netzwerkveranstaltungen, Events, Kongresse, aber wir machen auch viele Freizeitaktivitäten gemeinsam. Und jetzt muss ich echt schwindeln, aber ich glaube, es war 2014 unser Segeltörn. Und das ist ein unvergessliches Ereignis. Ja. Ich kriege noch Gänsehaut heute, wenn ich dran denke. Das heißt, wir waren damals mit 20 Frauen auf dem Chiemsee zum Segeln zur Fraueninsel und im Sonnenuntergang zurücksegeln. Es war einfach sensationell. Und das verbindet eben. Ja. Also das heißt, dadurch, dass wir viele Sachen, andere Sachen außer Business zusammen machen, sind wir sehr verbunden miteinander. Buchparty oder Wiesen. Genau, Oktoberfest haben wir, schöne Weihnachtsfeiern hatten wir schon. Wir haben Buchveröffentlichungen schon online auch gefeiert. Unsere letzte Buchveröffentlichung war online, da waren 60 Teilnehmer. Das ist einfach großartig. Und wir stehen einfach für Business und für alles gemeinsam machen. Und unser Slogan ist gemeinsam grenzenlos netzwerken und wir freuen uns jetzt auf dich. Genau. Tschüss, macht's gut. Ciao.